Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RLCraft. Ja, in der letzten Folge sind wir ein paar Mal gestorben und haben uns dann hier schnell ein paar barrikadiert über die Nacht. Auf einmal sind die komischen Geräusche gekommen und die Hühner sind wohl gestorben. Ich habe unsere Höhle ein bisschen expandiert nach hinten, habe noch ein paar Sachen gemacht, wie ein Schild hier zum Beispiel. Ein bisschen Kohle, ein paar Sticks habe ich genommen. Und ja, jetzt müssen wir halt schauen, dass wir Sachen sammeln, vor allem für ein Bett, damit das mal wirklich vorbei ist. Würde eher interessieren, woran sind die Hühnchen gestorben? Wo ist eigentlich Nessie? Holen wir uns erstmal noch ein bisschen Holz. Denn ich würde natürlich unser Haus gerne auch erweitern, aber wir dürfen nicht vergessen, was eigentlich unsere Mission ist. Und das heißt, ganz viel von dem hier sammeln, um Plantfiber zu bekommen. Weil mit Plantfiber können wir uns ein Bett machen. Und das ist natürlich, wäre natürlich grandios. Weil wenn wir schlafen können, können wir endlich spawnen. Es war er hier. Seht ihr, wie er guckt? Der hat was in mind. Ich habe keine... Ich muss mal kurz hier ein bisschen was abbauen, schauen, ob wieder was kriegt. Irgendwo muss ja rein theoretisch noch was sein, oder? Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch was Feines raus. Da geht's nämlich raus, oder? Nein. Dann bin ich doch schon mal beruhigt. Bin außerdem gerade ein bisschen an Videoformaten und Video-Ausrennen am Ausprobieren, um halt die beste Qualität auf dem Bild zu kriegen. Dann verarschen, ich habe kein einziges Sparrow rausbekommen, keinen einzigen Finstone rausbekommen. Ah ja, scheiß Ernst. Oder muss ich dafür das mit der Hand punchen? Ist das wie ein Arc, dass du nur mit bestimmten Arten, wie du dich schlägst, kriegst du schon das Zeug raus? Okay, noch ein Versuch. Sowas von nein. Wo kommst du jetzt her? Du kommst hier nicht nein. Nein! Das reicht jetzt mit euch und euren Problemen. Geht zu dem Psychiater. Ich habe bessere Sachen zu tun, als euch, um mich um euch zu kümmern. Aber jetzt erstmal. Es geht sie aus. Was ist das denn? White Sleeping Bag. Nee, kein Sleeping Bag hier. Ein richtig schönes weißes Bett. Wo ist dieses Arschloch jetzt? Jetzt, wo ich das Bett habe, haut er ab. Denkt er sich, nö. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Alter, ich sag's euch. Honey can't sleep at night. Wo ist denn dieser Assi jetzt? Das sind so richtige Tunichtgute. Am Anfang geben sie an, wie cool und Ding sie sind, und dann schaffen sie es nicht mal, sich zu verteidigen, wenn sie gebraucht werden hier. So, einsammeln, 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 einsammeln. Ich hätte gerne eine Kiste. Und ein bisschen Holz wieder auf Lager. Das ist vor allem. Das ist. Da kann ich jetzt das Zeug rein tun, was ich nicht brauche. Wie zum Beispiel Gravel. Und kann dann. Der Plan war eigentlich jetzt einfach nur so. 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 Euch nach hier oben, euch hier hin. Ich hätte gerne dann hier nachher eine Fackel. Und hier auch. Was ich noch machen kann, ist noch schnell eine Tür bauen. Doch
sicher gleich wieder vorbei, wenn man sieht, dass die Tür da auf und zu geht, oder? Da haben wir noch Feuerschatz. Perfekt. Mit Feuerschatz können wir nochmal so ein Messer machen. Dafür brauche ich Sticks, warte mal. Dafür brauche ich Sticks. Da ich faul bin, mache ich die gerade neu. Zack, zack, zack. Knife. Klick, klick, check. Das ist ein Bim. Da ist das Arschloch. Ich kann nicht kämpfen. So. So. Die Ruhe ist irgendwie gerade auf der Endseite richtig schön, weil du. Halt, als ich das schon wieder gesprochen habe. Da gibt man gleich einen Gottanfall. So, wir brauchen Glas, damit ich die Front verscheibern kann, damit ich was sehen danach. Es gibt nur ein Problem. Ich traue mich da nicht rein. Nach dem, was ich da gestern Nacht gesehen habe, bin ich da so ein bisschen. Irgendwo da drin schwimmt Nessie rum und ich sehe es nicht. Das macht mich am meisten fertig. In jedem anderen normalen Minecraft würde ich jetzt ins Wasser hüpfen und sammeln. Aber nicht hier. Nicht nach dem, was ich gestern Nacht gesehen habe. Diese riesen Viecher. Warum mache ich Glasscheiben, damit einfach in der Nacht, ich weiß, was draußen abgeht. Ich würde gerne anstatt hören, sehen. Aber dafür braucht man erstmal sowas wie Glas. Und da vorne wäre Eisen. Die Frage ist, komme ich da hin? Ach, das ist ein neuer! Ach so! Wird schon keiner mehr. Regt mich das Spiel auf? Nein! Dein Spiel regt mich doch nicht auf! Nein, nein! Es macht mich nur mentally unstable! So schaut's aus. Und ich hätte jetzt gerne ein bisschen Erde vorne ausgraben. Alter. Die Geräusche sind nicht mehr feierlich. Wir waren hier für die Soundanlage zuständig. Das Gerauschen, das hört ihr dann an, wenn so schnell ist. Ah. Mensch, das könnt ihr mit so einem alten Herrn noch nicht machen. Haben wir hier schnell das Glas rein. Haben wir hier Glas hin. Hier Glas hin. Das sieht auch besser aus. So. Ich hoffe, ja, habe ich. Perfekt. So. Dich austauschen und dich austauschen. Dann machen wir nicht hier die Wand komplett rein. Dann sehen wir in der Nacht auch, was hier abgeht. Was ist das denn? A swift soul of Aviana creatures resides with this soul stone. Unleash it and make it yours. Okay. Sehr interessant. Oh. Ach scheiße, trinken muss ich auch noch. Der hat schon wieder einen Namen, seht ihr den?
entweder das schwimmt oder es versucht gerade eine Taktik zu finden, an mich ranzuschleichen. Eins von beiden. Doch ich fühle mich hier nicht wohl. Ja. Ich hätte gerne das Stöckchen und die Steinchen. Mal gucken, was ich so bauen kann. Vor allem, wie kann ich sowas bauen? A Stone Battle X. Attack Speed 7,4. Attack Speed 1. Attack Damage 7,4. Das ist schneller, das macht mehr Schaden. Okay. Ah, guck mal, Javelins. 4 Attack Damage. 8 Stück, oder? Ist das wieder Nacht? Oh! Da werde ich sauer, da werde ich pisst, ey. Das taugt man nicht. Das ist so das größte Risiko, was ich gerade hier mache, weil wenn jetzt ein Viech kommt, ne? Ich kann es rausgucken. Machen wir jetzt ganz langsam hier auch noch. Erst hier unten. Stein für Stein. Jetzt sehe ich schon was. Sich noch mehr. Alter! Was denn das? Also reingeschmissen. Okay, nice. Hallo, Glock, Glock. Ich glaube, der Glock hat Probleme. Ich will nicht. Okay, schade. Aber es scheint hier gerade nichts zu sein. Das da drüben macht mir halt Sorge, vor allem, weil es auf mich zugeläuft, glaube ich. Da sind zwei? Also mal im Ernst, ihr könnt doch nicht die ganze Zeit mir nerven. Der Teil hat auch seinen Spaß. Alter, wie kriegen die das unter Kontrolle? Da stehen zwei nearby. Und nicht von der angenehmen Art, wie scheint. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.